Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Antrag der CDU sieht vor, den Aktionsplan Westbalkan auf alle Asylbewerber ohne Bleibeperspektive auszudehnen. Übersetzt heißt das konkret, Sie wollen eben alle, die aus diesen Ländern kommen, wer immer das ist, bis zum Abschluss Ihres Verfahrens in den Landeseinrichtungen lassen und zusätzlich aus den Kommunen die zurückverlegen. Da stellen sich für mich erst mal ein paar Fragen. Erstens, wer ist das eigentlich, diese Chiffre ohne Bleibeperspektive? Bei den sicheren Herkunftsstaaten ist das schon noch klar, das sind die Balkan, da haben wir das aber schon. Da bräuchten Sie dafür den Antrag ja nicht stellen, weil wir diese 1700 Plätze haben, wo das genau passiert. Aber wer ist denn dann das andere ohne Bleibeperspektive? Gucken wir uns mal die Schutzquoten an und dass diese Frage so ganz einfach, Frau Schauenbach, auch nicht zu beantworten ist. Die Gesamtschutzquote im Jahr 2015 betrug 60%. Im Übrigen 2005 betrug die Gesamtschutzquote noch etwas über 6%. Ja? Und dann gucken wir mal die Herkunftsländer an. Syrien, Irak, Eritrea. Ohne Dublin-Verfahren bereinigte Schutzquote nahezu 100%. Bei Afghanistan sieht es schon etwas anders aus. Und jetzt kommt es aber, schauen wir uns die abgelehnten Asylanträge an. Da gibt es eine neue Statistik, die Lektüre empfehle ich, liegt im Bundestag vor. 30,8% der abgelehnten Asylanträge in 2014 haben mittlerweile in 2015 einen festen Aufenthaltstitel bekommen. Das heißt, wir haben sogar eine Schutzquote für diejenigen, deren Asylanträge abgelehnt werden. Und da hört es schon auf mit der Chiffre der Bleibeperspektive. Das lassen Sie hier völlig offen, völlig diffus. Ist denn da jetzt der Afghane damit bei oder nicht? Wollen Sie die bei 50% setzen, bei 60%, wie auch immer? Erste Frage, nicht geklärt, völlig diffus, wo wollen Sie hin? Zweitens ist es rechtlich gar nicht möglich, § 49 Absatz 1 des Asylgesetzes, dass die Rücknahmeverantwortung, Kollege Körfges hat darauf hingewiesen, die Rücknahmebereitschaft des Herkunftslandes, dürfen Sie die gar nicht in den Landeseinrichtungen lassen. Denn sichere Herkunftsstaaten, Bleibeperspektive, egal, hin oder her, wenn die Länder die nicht zurücknimmt, müssen Sie sie verteilen, auch wenn Sie das hier im Antrag so nett beschreiben. Sie können ja nicht geltendes Recht einfach übergehen. Dritte Anmerkung, die Rücküberführung aus den Kommunen. Wir wissen, wir haben ziemlich viele BÜMA-Fälle, die sogenannten Bescheinigungen über die Meldung aller Asylsuchender, die noch keine Asylanträge gestellt haben, tatsächlich in den Kommunen. Das ist ein Riesenproblem. Die wollen Sie auch wieder ohne Bleibeperspektive, wer ist das, wieder zurück in die Landeseinrichtung schicken. Und jetzt bringe ich ein drittes Argument, was man offenbar heutzutage in dieser Hysterie gar nicht mehr nennen kann, nämlich ein menschlich-humanitäres Argument. Wollen Sie ernsthaft, ja? Ich kenne Fälle, Iran hat zum Beispiel sehr lange Bearbeitungszeiten. Das sind genau die, die keine 100% Anerkennungsquote haben, lange Verfahren, komplizierte Verfahren. Ich hatte neulich einen Fall, zwei Jahre mit einer BÜMA. Das ist eine Familie. Alles nicht gut, ist in Ordnung, ja? Aber da gehen die Kinder zur Schule, die sind in der Kommune, zwei Jahre das Asylverfahren läuft. Ich sage jetzt mal, Iran fällt bei Ihnen nicht unter sichere Bleibeperspektive, weil die Schutzquote jetzt nicht unter 100% ist. Wollen Sie diese Familie nach zwei Jahren aus der Gemeinde, wo sie fast schon integriert ist, die Kinder zur Schule gehen, die Kinder aus der Schule rausholen und sie in eine Landeseinrichtung einsperren und dort kasernieren? Ja, danke schön. Das wollen wir nicht, diese Politik. Und da halte ich auch nichts von. Und auch noch menschlich-humanitäre Aspekte müssen hier Geltung haben. Und zur Mehr der sicheren Herkunftsstaaten mit den schnelleren Verfahren. Ich habe das hier wiederholt vorgetragen. Die schnelleren Verfahren kriegen Sie, indem die Akte oben auf dem Stapel liegt, aber nicht mit der Einstufung als sicherer Herkunftsstaat. Denn die beschriebenen Fristen, die Sie hier vortragen, diese beschriebenen Fristen, die verkürzen, treten in dem Moment ein, wenn ein Antrag als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird. Und das werden zumindest die Balkanländer, waren das alle schon, bevor sie zu sicheren Herkunftsstaaten
Herkunftsstaaten tituliert wurden. Das heißt, sie können kürzere Fristen sowieso bekommen. Und soweit ich weiß, werden die Maghreb-Staaten auch jetzt schon oben auf den Stapel gelegt, prioritär behandelt. Ich denke, hier wird mal wieder Schein- und Symbolpolitik gemacht, die zu nichts führt. Und deswegen bitte ich Sie zum wiederholten Male, das zu lassen. Ziel zum Abschluss. Kollegin, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage, bevor Sie zum Abschluss kommen? Gerne. Frau Scharrenbach hätte eine Frage. Heute sehr aktiv. Frau Dücker, herzlichen Dank, dass Sie die Zwischenfrage gestatten. Nach all dem, was Sie jetzt ausgeführt haben, auch zu Ihrer Haltung zu den sicheren Herkunftsstaaten, unterstützen Sie eigentlich den Aktionsplan Westbalkan der Landesregierung? Ja. Oh. Ich komme zum Schluss. Das Ziel aller Verfahren ist es, hier Beschleunigung, also schnellere Bearbeitungszeiten einzufügen. Und ich finde es unerträglich, dass immer nur die ohne die Bleibeperspektive, die müssen jetzt ganz schnell bearbeitet werden, damit wir sie ganz schnell wieder loswerden. Ist ja alles richtig, aber wo bleiben denn die mit einer Bleibeperspektive? Alle Anträge, auch für die ist es aus integrationspolitischer Sicht notwendig, dass hier nicht jahrelang gewartet wird, weil auch diese Menschen ein Recht haben, dass ihr Antrag auch bearbeitet und entschieden wird. Das heißt, die Lösung des Problems, da brauchen wir hier nicht Ihre aufgeblasene Scheinpolitik, sondern zur Lösung des Problems brauchen wir geordnete Verfahren, dass diese Anträge schnell bearbeitet werden. Alle Menschen, ob sie bleiben können oder ob sie nicht bleiben können, schnell wissen, was mit ihnen passiert, um die einen hier zu integrieren und bei den anderen auch Angebote und Rückkehrbrücken in ihre Herkunftsländer zu bauen. Denn wenn man sie baut, gehen die meisten auch freiwillig. Und das ist das, wofür wir Ihren Antrag bestimmt nicht brauchen. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Dücker.